Shalom, liebe Zuhörer, willkommen auf ein neues Video auf meinem Kanal. Viel Spaß mit dem Video. Du sollst das Recht nicht beugen, du sollst auch keine Person ansehen und keine Geschenke nehmen, denn die Geschenke verblenden die Augen der Weisen und verkehren die Worte der Gerechten. 5. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 19. Dreimal im Jahre sollen alle deine männlichen Personen vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an dem Ort, den er erwählen wird, nämlich am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Aber niemand soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern ein jeder mit einer Gabe seiner Hand, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. 5. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 16 bis 17. Der Fest der Wochen sollst du halten mit den Erstlingen der Weizenernte und das Fest der Einsammlung, wenn das Jahr vergangen ist. 2. Buch Mose, Kapitel 34, Vers 22. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen, und es entstand plötzlich von Himmel herein, draußen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Winde, und erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Und es erschienen Zungen, die sich zerteilten, wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeglichen unter ihnen. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen anzusprechen gab. Es wohnten aber zu Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 5. Das war's mit dem Video. Shalom!